Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Spiele-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns mal das Spiel Binding of Isaac Rebirth anschauen, das man ja im lokalen Multiplayer spielen kann. Allerdings ist natürlich die Frage wie, denn ich habe diese Frage auch oft im Internet gefunden, viele wissen das gar nicht und deswegen an dieser Stelle ein kleines Video. Ganz wichtig hierfür ist, dass man zumindest einen Xbox-Controller hat, das heißt einer kann an der Tastatur spielen, einer am Controller oder eben beide am Controller. Gehen wir nun aber mal davon aus, dass der erste Spieler jetzt hier mit der Tastatur spielt, das probiere ich gerade auch. Dann ist es eben so, dass der zweite Spieler, der am Controller sitzt, ganz einfach die Start-Taste seines Controllers drücken muss, um am Spiel teilzunehmen und hier als kleines Baby mitzuspielen. Das Aussehen des Babys ist immer unterschiedlich. Ich glaube, es gibt über 200 Formen, wie dieses Baby aussehen kann. Viele sind dekorativ und haben keine besonderen Kräfte, aber manche haben auch besondere Fertigkeiten. Wir sehen, ich kann mit der Starttaste das Baby auch wieder wegrufen und es wird dabei immer ein Herz vom Hauptspieler abgezogen. Und wenn das Baby Schaden erleidet und stirbt, das können wir gleich auch mal testen, dann werden wir sehen. Erstmal nehmen wir ein Item mit, dann werden wir gleich sehen, dass der Herzcontainer dem Spieler wieder gutgeschrieben wird. Kann man hier gut sehen. Zack, ist das Baby tot. Wir kriegen den Herzcontainer wieder, allerdings ist er jetzt leer und deswegen sollte natürlich auch das Baby aufpassen, dass es nicht zu viel Schaden bekommt. Drücken wir jetzt wieder Start, kann der zweite Spieler natürlich wieder mitspielen und hat jetzt auch eine andere Form. Das alte Baby ist ja tot. Das heißt, man muss natürlich hier auch aufpassen, dass man nicht stirbt und dass man aber natürlich auch alle Effekte bekommt, die der Hauptspieler auch hat. Zum Beispiel ein Quadshot würde das Baby dann auch bekommen, wenn der Hauptspieler den bekommt. Jetzt ist es natürlich so immer ein bisschen blöd, weil das Baby hat nur ein Herz, muss dann wiederkommen etc. Es gibt auch die Möglichkeit, das Baby unverwundbar zu machen über einen speziellen Seed, der sonst nichts verändert. Die Runs sind weiterhin zufallsgeneriert, das heißt die Räume. Aber ihr habt eben einen unsterblichen Begleiter, was das Spielen des zweiten Spielers natürlich sehr, sehr leicht macht, aber das macht das Spiel an sich auch runder. Und das werden wir jetzt hier noch einmal kurz testen, damit alle auch den Seed wissen. Gehen wir noch einmal aus dem Spiel auf ein New Run, wählen jetzt zum Beispiel einfach mal Isaac aus und geben aber hier noch einen Seed ein, der einfach Kids Mode heißt. Könnt ihr einfach über die Buchstaben eingeben, die 1 und die 0, die werden automatisch eingesetzt. Dann entern wir das und enter nochmal und sind dann wieder im Spiel. Jetzt ist es so, dass der Begleiter unsterblich ist. Das werden wir jetzt auch gleich noch einmal ganz kurz testen. Es ist immer ein bisschen komisch, mit der Tastatur zu laufen. Jetzt kann der zweite Begleiter sich einfach in Gegner reinstellen. Ihr seht, der blinkt, aber er bekommt an sich keinen Schaden mehr. Und ist ein bisschen wie das Tankbaby, denn er kann auch den Gegner wegtanken. Dann können wir den Gegner noch kurz töten. Und dann war es das auch alles schon. Wie gesagt, ist ein bisschen leichter dadurch, dass natürlich ein Spieler unverwundbar ist. Macht das Koop-Spielen aber an sich ein bisschen runder in diesem Fall. Man muss nur darauf achten, da wir jetzt mit einem Seed spielen, können wir, wie man links an dieser durchgestrichenen Trophäe sieht, nichts freischalten. Und darauf muss man halt hier achten. Eine andere Möglichkeit wäre, das Baby über eine Cheat-Engine unverwundbar zu machen. Dann ist das kein Seeded Run und man kann trotzdem Sachen freischalten. Aber für die Cheat Engine wird es demnächst noch ein eigenes Tutorial geben. War jetzt an sich nichts Großes, aber wie gesagt, da ich die Frage sehr oft gelesen habe, dachte ich, mache ich noch ein kleines Video dazu. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.